Hallo meine Freunde, dieser Anruf ist der traurige Höhepunkt meiner bisherigen Karriere als Callcenter-Jäger. Was dieser Mensch bringt, haben bisher nicht einmal die Leute von 5D Marketing gebracht. Wir haben hier einen eiskalten Betrüger, dem es völlig egal ist, dass er mit einem alten, kranken, armen Mann spricht, der mit Mühe und Not mit seinem Rollstuhl ins Wohnzimmer kommt, um seine Kontonummer zu holen. Er redet ihm ein, dass er vermeintlich ein Gewinnspiel mitgemacht hat und dadurch einen Lotto-Tat-Vertrag eingegangen ist. Dieser Lotto-Vertrag soll ihn jetzt 12 bzw. 4 Monate lang jeden Monat 69 Euro kosten. Hört euch dieses Gespräch selber an, urteilt selber. Die Emotion, die ihr am Ende hört, ist nicht gespielt, die kommt aus tiefstem Herzen. Ich hab Herr Maulwurf noch nie ausrasten hören? War bisher auch nicht. Heute könnt ihr es erleben. Diese Masche ist zwar schon alt, aber mit dieser Telefonnummer und mit diesen Leuten geht es momentan aktuell hoch her. Am 24.10.2017, wo ich dieses Gespräch und dieses Statement aufnehme, fragen Dutzende Leute im Internet nach dieser Nummer und was man damit machen soll. Das heißt, die Masche ist momentan top aktuell. Bedeutet für euch, bitte teilen, verbreiten, die Leute warnen. Wenn ihr in dieser Falle einmal drin seid, kommt ihr nicht wieder raus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wie man Spaß mit so etwas haben kann bei diesem Video. Ich lade das jetzt alles schon mal früher hoch, weil ich finde, es muss ganz dringend bekannt gemacht werden. Ich verlasse mich auf euch. Hallo. 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 Ja. Ja, guten Tag. Könnte ich mit Herrn Egon Martha sprechen, bitte? Der ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Hallo, Herr Martha. Stefan Brenner, mein Name. Melde mich aus der Verwaltungszentrale der EPG aus Hannover. Ja. Und das, wie Sie stören, das geht um Ihr aktives Gewinn-Lotto-Spiel. Um was bitte? Um Ihr aktives Gewinn-Lotto-Spiel, den Sie vor 4 Monaten übers Internet registriert hatten, für 3 Monate kostenlos mitzuspielen, noch nicht gekündigt. Lotto? War das denn mit Absicht? Ja. Ich spiele kein Lotto. Aber Sie haben sich registriert, Herr Mader, am 30. Mai. Deswegen habe ich Ihre Unterlagen vor mir. Am 30. Mai? Ja, das ist ja schon so lange her. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja gar nicht mehr. Ja gut, weil Sie es ja vergessen haben zum Kündigen. Deswegen rufen wir an. Ja. Weil sich der Vertrag weiter verlängert hat um 12 Monate ab dem 1.11. Vertrag? Mhm. Oh nein, wirklich jetzt? Ja, der läuft ab 1.11. läuft der schon. Oh nein. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Sie vorher nochmal anzurufen, zu fragen, ob Sie die weiterspielen möchten, die 12 Monate, oder möchten Sie mit der gesetzlichen Mindestlaufzeit 4 Monate vorzeitig aussteigen? Naja, im Prinzip wollte ich ja gar nicht spielen. Ich weiß da ja gar nichts von. Das war ja das Jubiläumsgewinnspiel der staatlichen Lotterie, wo damals jeder Bürger die Möglichkeit gehabt hat, 3 Monate lang ohne Geldeinsätze Bargeldgewinne erzielen zu können. Und da haben sie sich ja selbst mit ihren kompletten Daten registriert und diese kostenfreien Monate aktiviert. Oh, ich weiß das ja gar nicht mehr. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Kann natürlich sein, dass ich das einfach vergessen habe. Okay. Ich weiß es nicht, ich kann mich da nicht bewusst dran erinnern, aber wenn Sie das sagen staatlich, dann wird das ja schon richtig sein. Weil die Sache ist halt die, der Vertrag, der läuft ja schon und ich bin dazu da, um Sie zu fragen als Sachbearbeiter, möchten Sie die weiterspielen, weil, oder möchten Sie aussteigen? Das weiß ich ja von vornherein ja nicht. Ich wollte ja gar nicht erst mitspielen, dann möchte ich da doch gerne aussteigen, bitte. Ich möchte ja keine Probleme haben. Nur aussteigen, das können Sie, aber nur mit der gesetzlichen Mindestlauf. Ganz rausnehmen von der ganzen Sache kann ich Sie leider nicht, weil das hätten Sie ja machen sollen, indem Sie ja schriftlich kündigen. Dann bräuchte ich Sie heute ja nicht anrufen, dann wäre das Ganze vom Tisch. Ich verstehe. Aber da Sie es ja vergessen haben, ja, haben Sie leider jetzt die Option B noch zu sagen, okay, ich spiele noch 4-mal und dann sind Sie draußen. Das wäre eigentlich der günstigste und kürzeste Weg. Sollen wir es denn so bearbeiten, Herr Mader? Was, wenn Sie jetzt sagen, der günstigste, was muss ich mir da denn vorstellen? Weil bisher habe ich ja nichts bezahlen müssen. Genau, das haben Sie ja nicht bezahlt. Also was ich jetzt damit meine, günstigster und kürzester Weg, andersrum wäre es halt 12-mal die 69. Und so, wenn Sie jetzt die gesetzliche Mindestlaufzeit nehmen, ist es nur noch die 4-mal die 69.
69 Euro im Monat? Ja. Oh nein, das ist ja sehr viel Geld. Aber das stand alles in den Teilnahmebedingungen drin, Herr Mader. Ich kann mich da ja gar nicht dran erinnern. Wann habe ich das denn gemacht? Können Sie mir das sagen? Am 30. Mai. Am 30.5. Haben Sie von uns eine Bestätigung dafür bekommen, dass Sie sich mit Ihren kompletten Daten registriert haben. Deswegen habe ich ja die Daten ja vor mir, deswegen rufe ich Sie ja an. Ja, haben Sie mir da einen Brief geschickt gehabt? Nein, das war alles online, das war alles übers Internet. Ach so. Bei kostenlosen Teilnahmebedingungen gibt es keine Unterlagen schriftliche. Ach so, weil Sie gesagt hatten, ja dann, oh nein, was habe ich da denn gemacht? Das weiß ich leider nicht, Herr Mader. Ah, nichts Gutes fürchte ich. Oh nein. Ja, gut. Wie sollen wir es denn bearbeiten, Herr Mader? Ja, also, 12 oder mit 4 Monaten. Ja, also ich habe keine Möglichkeit, da so rauszugehen. Leider nicht, dann bräuchte ich es heute nicht mal. Oh nein. Ja, dann müssen wir das ja so kurz wie möglich machen. Ich will da ja keine Probleme haben. Bevor es jetzt mit 12 mal weiterläuft, dann haben wir es mit 4 Monaten, okay? Ja, das wäre dann ja besser für mich, von Preis her. Oh nein. Herr Mader? Ja. Gut, dann müssen wir das aber im System bearbeiten hier. Ja. Wir müssen ja die 12 Monate stoppen, ja? Nicht, dass es ab dem 1.11. weiterläuft. Nein, das will ich auf keinen Fall. Das sind gut, ja nur noch ein paar Tage bis dahin, ne? Deswegen haben wir sie jetzt auch angerufen, deswegen bearbeiten wir das bei der gesetzlichen Mindestlaufzeit. Ja. Was im Gesetz verankert ist. Gut, dann werden wir das System bearbeiten und in den nächsten 5 Werktagen bekommen Sie die Unterlagen für diese 4 Monate. Und Ihr Begrüßungsschreiben inklusive der Kontaktdaten mit der Hotline, wo Sie uns jederzeit von Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr erreichen können, an der Bildeiche 27 in 76534 Baden-Baden. Ist ja aktuell, ja? Ja, wieso sagen Sie denn Begrüßungsschreiben, wenn ich da schon dabei bin? Ja, das ist ja wieder was, das ist ja für die 4 Monate. Ach so. Das sind ja die Unterlagen nur für die 4 Monate. Ach so. Was Sie jetzt mitspielen. Ja. Für die gesetzliche Mindestlaufzeit. Und Sie sind ja geboren am 3.4.51? Ja, das ist richtig. Und gut. Danach ist das dann aber zu Ende. Nicht, dass ich da wieder in sowas reinfalle. Nein, Sie bekommen nachher noch einen Kontrollanruf von uns. Ja. Und das Ganze wird dann alles aufgezeichnet von den Kollegen. Nicht, dass dann jemand behaupten kann, dass Sie dann einen 12-monatigen Vertrag haben. Das ist sehr gut. Also ja. Da wird dann jetzt gleich nochmal jemand anrufen und mir das besprechen mit mir. Genau, das müssen wir aber jetzt hier machen, bevor ich dann das Ganze weiterleite. Herr Mader, Sie sind geboren am 3.4.51, stimmt? Ja, das ist richtig. Gut, das Einzige, was Sie bitte noch machen, bitte dieses Mal fristgerecht, ja, spätestens 2 Wochen vor der letzten 4. Abbuchung schriftlich bei uns an die Kontaktdaten, die wir Ihnen zusenden, ja, kündigen per Post, Fax oder Mail. Haben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse, die ich hier neu eintragen kann, wegen der Kündigungsbestätigung, die Sie automatisch per Mail von uns erhalten? Zu wann muss ich das denn jetzt kündigen? Weil ich kann mich nicht mehr so gut an Sachen erinnern. Nicht, dass ich das vergesse. Bei der letzten 4. Abbuchung. Ja, wann wäre die denn, bitte? 2 Wochen vorher. Gut, das kommt darauf an, wann Sie die Abbuchung haben möchten. Man möchte die Abbuchung haben für die 4 Monate am 1. und 15. des Monats. Ja, am liebsten ja gar nicht. Aber das steht ja nicht zur Debatte. Ja. Dann würde ich sagen, gleich am 1. Wenn nicht, dass ich das... Ich muss ja aus immer so Lebensmittel und so kaufen. Nicht, dass ich das dann ausgebe für Brot und Butter und dann das nicht bezahlen kann. Haben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse, Herr Mader? Für die Kündigungsbestätigung oder wenn Sie keins haben, das macht nichts. Nein, ich habe da den Computer nicht mehr. Okay, Herr Mader, wie ist das mit der gute Abbuchung am 1.12. gemacht? Sie gehen auch Vollzeit arbeiten und bekommen Ihr Gehalt am Anfang des Monats, ja? Ich bin Rentner schon länger. Ah, okay. Ach, so sind Sie schon länger Rentner, okay. Ja. Wie sind Sie denn alleine? Weil ich meldepflichtig bin, das muss ich fragen, Herr Mader. Sie sind meldepflichtig? Ja, deswegen muss ich die Fragen immer stellen, ja, ob's
ob sie jetzt da staatliche Zuschüsse bekommen. Was hat das denn mit dem Lottospiel zu tun, bitte? Ja, wenn, ja gut, es muss ja gedeckt sein, wissen Sie. Deswegen frage ich das nicht, dass Sie ja unterm Strich nichts zu leben haben. Na, ich sag mal, von der Rente kann man ja heute nicht wirklich leben. Ja, nicht wirklich, das stimmt allerdings. Ja, deswegen frage ich, ob Sie jetzt Zuschüsse bekommen. Nach Ein- und Ausgaben haben Sie so 300-400 Euro noch übrig dann, oder? Ja, so Pi mal Daumen, ne? Okay. Sag mal, so viel ist das halt nicht, weil ich hab ja früher, ich hab ja sag, mein Leben lang gearbeitet, aber da bleibt einem ja nicht viel übrig am Ende. Ja, ja, gut. Wenn Sie sagen, so knappe zwischen 400-500 Euro dann im Monat übrig bleiben, ist gut, okay. Das muss ich fragen, weil nicht, dass dann, weil das Ganze ja die Kollegen ja auch fragen. Also das sind Fragen, wo ich immer fragen muss. Ja. Gut, Herr Mater. Die erste Abbuchung, die ist wie gesagt am 1.12. Die letzte Abbuchung ist am 1. März. Wie gesagt, die 4 Monate, ja? Ja, und dann muss ich also irgendwann im Februar dann das kündigen. Mitte Februar, genau. Ja. Mitte Februar müssen Sie das Ganze kündigen. Und die erste Abbuchung und die Spielperiode, die fängt am 4 Wochen nach der ersten Abbuchung an, am 1.1. Und die endet dann am 1. April nach der letzten Abbuchung dann. Ja. Und okay. Nein, was habe ich da nur gemacht? Herr Mader, ich hoffe, dass es Glück im Unglück ist, dass Sie es vergessen haben zu kündigen, weil Sie auch, wie gesagt, Bargeldgewinne erzielen werden. Ich fasse ganz kurz zusammen, ja. Wie Sie diese Monate spielen werden. Das bekommen Sie dann auch immer schriftlich von uns zu jedem Monatsspielbeginn. Damit ja. Sie das auch immer über das Internet und Fernsehen mitverfolgen können. Über Fernseher? Ja. Ja. Sie werden jeden Mittwoch und Samstag mit der Maximalanzahl an Spielmöglichkeiten mit dem optimierten 1080 Zahlen ja. bei den 6 aus 49 mit dabei sein. Sehr ebenso gut. Werden Sie mit 10 Spieltipps bei dem Spiel 77 mittwochs und samstags dabei sein, was auch die Maximalanzahl an Spielmöglichkeit ist. Ja. Deswegen werden Sie auch immer Bargeldgewinne erzielen. Die ganzen Gewinne werden auch automatisch nach Ende jeden Spielmonats auf das angegebene Konto von damals auch überwiesen. Ja. Herr Mater, damit ich erstmals das Lastschriftverfahren für diese 12 Monate stoppen kann, ja, und ja. auch im nächsten Monat nicht diese 12x69 aktiviert und abgebucht werden können, ja. wie Sie wissen, wird ja laut den neuen europäischen Bankrechten alles nur noch über die IBAN bei der Zentralbank in Frankfurt überprüft, ob das Konto auch noch aktiv und nicht gesperrt ist. Zum Beispiel, dass Sie nicht privat insolvent sind, ja? Nein. Haben Sie Ihre IBAN zur Hand oder im Kopf, damit wir die 12 Monate stoppen können ja, und Sie auf die gesetzliche Mindestlaufzeit von 4 Monaten herunterstufen können? Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich müsste einmal mit Ihnen, sag ich mal, ins Wohnzimmer rollen. Ist das in Ordnung? Okay. Ich habe so ein schnurloses Telefon. Ach so, haben Sie denn einen Betreuer, Herr Mader? Nein. Haben Sie keines? Sie leben alleine, oder? Ja, das ist aber kein Problem. Ich will das ja erledigen. Okay, Herr Mader, alles klar. Was wollten Sie gerade fragen? Die IBAN, die mit der DE anfängt. Ach ja. Damit wir die 12 Monate runterstufen können. Ja, Entschuldigung, ich kann mich oft nicht an Sachen erinnern. Nee. Mhm. Ich werde jetzt mal kurz darüber rollen. Dass wir das alles erledigt kriegen. Und Sie rufen jetzt von Finanzamt an, ja? Nein, nicht Finanzamt, von der Europäischen Premiumgemeinschaft. Ich bin der zuständige Sachbearbeiter. Ach so, Herr Martha. Das sogar ja. auf europäischer Ebene ist das, nicht auf Bundesebene. Ich verstehe. Europäische, genau. Ja, es ist ja sehr offiziell dann bei Ihnen. Natürlich. Ach, das ist das anstrengend. Ich glaube, hier irgendwo in meiner Kommode habe ich das hingelegt. Ich muss mal kurz schauen. Das sieht ganz gut aus. Das, nein, das ist von der Krankenkasse. Das brauchen wir jetzt ja ausnahmsweise mal nicht. Da muss ich ja morgen erst wieder hin. Das sieht ganz gut aus. Kann man das bei Ihnen auf Raten bezahlen eigentlich?
Ja, das sind ja pro Monat, ist ja nur monatlich immer. Das Ganze wird ja monatlich nur abgebucht, Herr Mader. Na, ich meine die Ach so. Gesamtsumme, weil da 70 € im Monat, das ist ja schon viel. Ja, deswegen, nee, das, auf Raten kann man das leider nicht machen, Herr Mader. Ja, soll ich Ja, Ihnen weil es eh nur jetzt. 4 Monate sind, deswegen. Ja, nur ist gut. Sie sind lustig, junger Mann. Was soll ich dazu sagen, Herr Mader? Weiß ich nicht. Sind Sie in Ja, gut. Berlin oder wo sind Sie? Nee, ich bin aus Hannover. In Hannover? Da hat mein Enkelsohn lange gewohnt. Ja? Ja, es ist eine sehr schöne Stadt. In Das welcher stimmt, Ecke ja. sitzen Sie denn da? Da bin ich immer so gerne gewesen. Ja, wo die Zentrale, meinen Sie? Ja, Ja, die ist am Bahnhofsplatz. am Bahnhof direkt. Ach Nebendran, so. das große Gebäude. Ach so. Ja, soll ich Ihnen dann die Nummer geben? Ja, das wäre nett, Herr Mader. Ja, das ist DE55. Ja. 66. Moment. Was habe ich jetzt? DE Fünf, 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 sechs, fünf, sechs. sechs, sechs, vier, drei, Ja. null, sieben, sieben, drei, eins, vier, neun, sieben, Ja. acht, eins, fünf, sechs und dann sechs, sieben. Gut, ich lasse es ganz kurz mal überprüfen, Herr Mader. Ja, rufen Sie dann noch mal an, wenn das geprüft wurde. Wir haben da irgendwie einen Zahlendreher. 5, 5, 6, 6. Was ist denn 5, 2, 4, 6, 8, Wie 10, bitte? 12, 4. Wir haben, glaube ich, einen Zahlendreher, dann kann das sein. Weiß ich nicht. Also ich habe hier Also nur meine laut Karte liegen. 5, 5, 6, 6, dann die 4, 3, 0, die Ja. 7, 7, 3, die 1, 4, 9, die 7, Ja. 8, 1 und die 5, 6, 6, 7. Ja. Nee, Haben die sieben, was? sechs, sieben, sechs am Ende. Ach so, 7, 6. Ja. Sechs, sechs, ach so, 7, 6, jetzt. Nee, die passt auch nicht. Aber warum denn? Kann ich Ihnen das dann einfach überweisen? Bitte? Kann ich Ihnen das dann einfach vielleicht überweisen? Können wir das denn so machen? Nee, überweisen kann man das leider nicht, deswegen Muss ich geht mich das ja nicht. noch mal konzentrieren, weil ich habe ja meine Brille verloren. Das kostet so viel Geld, eine neue zu holen. Also wir haben ja DE 55 664 Ja, 07. 0773 1497 8, 8 1. 851667. 8, 5, 1, 6, 6, ach so, 7. Ja.8, 5, 1 haben Sie gesagt und dann die 6, 6, 7. Ja. Nee, Herr Mader, das passt bei mir nicht. Oh, das ist ja schade. Also 5, nee, 5, 5, 5, 6, 6, dann die Ja. 4, 3, die 0, 7, die 7, 3, die 1, 4, die 9, 7, dann die 8, 5, 1, die 6, 6, 7, aber das leuchtet bei mir nicht auf. Das ist ja sehr schade. Und Ja, was soll ich jetzt machen? ich kann jetzt die 12 Monate nicht stoppen, das ist das Problem. Na, nein, das ist mit den Stoppen ist das ja dann ein Problem, nicht wahr? Hallo? Ja. Ja, wie können wir Herr das denn Mader, jetzt stoppen? können Sie es zum letzten Mal nochmal wiederholen, ganz zum Schluss nochmal. Ja, ich wiederhole das Und dann, gerne nochmal. okay. Ich finde ja im Prinzip, was auf jeden Fall gestoppt werden muss, das sind Ja, solche ja. Leute wie Sie, die am Telefon alte Leute betrügen. Möchten Sie jemanden grüßen? Sie sind live im Internet. Nö.
Muss ich nicht. Möchten Sie sich rechtfertigen, warum Sie alte Leute am Telefon betrügen? Wieso soll ich alte Leute betrügen? Weil sie Scheiße erzählen, wenn man es mal auf gut Deutsch sagen will. Das ist eine sehr bekannte Betrugsmasche, die Sie da durchführen. Die ist seit Jahren bekannt. Dann lassen wir es halt so weiterlaufen, Herr Mann. Das können Sie gerne. Sie können ja herkommen und versuchen, sich das Geld zu holen. Nee, brauche ich nicht. Lass es weiterlaufen, automatisch, kein Problem. Ich hoffe, Sie landen im Gefängnis und werden da von anständigen Kriminellen mal so richtig verprügelt. Natürlich. Das würde ich Ihnen gönnen. Ich kann Ihnen alles geben. Mein Name, wissen Sie, ergeben Sie ruhig meinen Namen. Ihr Name ist doch genauso falsch wie Ihre Telefonnummer. Geben Sie doch. Haben Sie eigentlich gar keinen Anstand in Ihren Leben? Sind Sie stolz auf sich selber? Sind Ihre Eltern stolz auf Sie dafür, dass Sie alte Leute am Telefon betrügen? Was sind Sie eigentlich für eine erbärmliche Kreatur? Wissen Sie überhaupt, kann ich das vorher sehen, mit dem ich jeden Tag telefoniere? Ja, natürlich. Ist doch scheißegal, wen Sie betrügen. Betrug ist Betrug. Ich hoffe ja, dass Sie von Zug überfahren werden oder irgendwas. Ja, okay, Herr Mader, okay. Fahren Sie zur Hölle, Sie widerliches Subjekt. Machen Sie es gut. Fahren Sie zur Hölle. Ja, ist gut, ja. Hau ab, such dir eine anständige Arbeit, du junges Stück Scheiße.